Hi, hier ist Francis Herdes. Ich gebe dir einen kurzen Hinter-die-Kulissen-Blick hier. Ich hoffe, ich bin live. Ich hoffe, du kannst mich hören. Ich bin gerade mitten in der Umsetzung hier im Bootcamp, Marketing Funnel Bootcamp. Und die Teilnehmer schreiben gerade den Special Report. Das ist ein wichtiger Meilenstein, wenn du automatisiert neue Interessenten, neue Kunden anziehen möchtest. Und ja, einfach mal behind the scenes. Ich bin froh, dass man auf Zoom den Hintergrund so ein bisschen verschwimmen lassen kann. Nach dem Duschen werden die Haare immer ein bisschen krausig. Aber ich wollte dir einfach mal liebe Grüße hier schicken und ein paar duftende Tipps geben, wenn du gerade mitten am Arbeiten bist, am Ideen entwickeln. Ich selbst habe meinen Special Report schon im Vorfeld aufs Bootcamp gemacht, weil ich leite das Ganze mit meinem Kollegen und hier behind the scenes ein bisschen, ja, was ich gemacht habe heute, um richtig wach zu werden, weil das braucht natürlich immer einiges an Vorbereitung, ist, ich habe gerade hier in meinem Studio habe ich Grapefruit am Verdunsten. Grapefruit, das macht so richtig wach und gute Laune, dass du dann auch die volle Energie rüberbringen kannst, die volle Power. Dann natürlich Joy, die Ölmischung. Joy, um in der Freude zu sein, weil es dir bestimmt auch schon aufgefallen, wenn du in der Action bist, also wenn du gerade Bootcamp machst oder Webinar oder einen Vortrag, dann ist der beste Zeitpunkt, mal deine Gedanken und Gefühle ganz genau zu beobachten. Denn in der Action kommen meistens die Glaubenssätze hervor, ach, das kann ich nicht oder irgendwelche ungemütlichen Gefühle oder irgendwas, was dich so unbewusst wie so eine Handbremse zurückhält. Und deshalb ist mitten in der Action immer die beste Möglichkeit zu beobachten. Wenn du Gruppenarbeit machst, dann spürst du wahrscheinlich auch die Energie der Gruppe und was sich da umwälzt und transformiert. Das heißt, es kann sich auch in Form von Gedanken und Gefühlen äußern. Deshalb habe ich immer die Ölmischung Transformation noch am Start. Auf den Schläfen aufgetragen, um den Kopf herum aufgetragen. Denn hier gilt es ganz genau zu beobachten und zu sortieren. Moment mal, was sind eigentlich meine Gedanken, was sind meine Gefühle und was spüre ich aus der ganzen Gruppe, was sich da transformiert und umwälzt. Was ein super Zeichen ist, wenn du Gruppenarbeit machst, denn dann spürst du richtig, es bewegt sich was. Gleichzeitig ist es wichtig, nicht auf jeden Gedanken direkt einzusteigen, sondern manche auch einfach ziehen zu lassen, wie die Wolken am Himmel. Also die allerbeste Übung, das zu machen. Übrigens läuft parallel gerade diese Bootcamps, die ich mit Aditya Nowotny zusammen mache. Da gehen wir immer direkt in die Umsetzung, in die Strategie. Wir haben letztens das Bestseller-Bootcamp gemacht, wo wir über 27 diesmal Bestseller-Autorinnen und Autoren frisch gebacken haben. Und dieses Mal geht es an den Marketing-Funnel, speziell den Special Report. Du kennst meinen bestimmt. Das sind die 27 besten Ölanwendungen für Entspannung, für Klarheit und um ganz bei dir selbst zu sein. Findest du auf meiner Seite lebeduften.de. Und parallel habe ich gerade mein neues Buch als Taschenbuch veröffentlicht. Jetzt sind die gerade im Testdruck, die duftenden Emotionen. Und voraussichtlich in den nächsten 10 bis 14 Tagen kommt dann der reguläre Druck. Also ich werde das nochmal auf Herz und Nieren testen, diesen Testdruck, dass das auch gut zu dir ankommt, dass du das gut in deinen Händen halten kannst. Und da beschreibe ich diese gedankliche, diese emotionale Transformation, wenn du persönlich wachsen möchtest, wenn du die nächsten großen Schritte in deinem persönlichen, aber auch geschäftlichen Leben gehen möchtest, dann starte mit den Gedanken, denn Gedanken, die bringen bestimmte Gefühle hervor, Gefühle bringen bestimmte Aktionen hervor und je öfter du etwas machst oder denkst, je öfter du in dieser Energie bist und diese Synapsen stärkst in der Richtung, in der du denkst und fühlst, umso mehr formt sich dein Schicksal daraus und deshalb umso wichtiger zu beobachten. Und da schau dir im Buch die Schritte 1 bis 3 an, denn das sind die Schritte, beobachte, fühle und entscheide, dass du deine Gedanken und dein
deine Gefühle direkt in dem Moment, aber darüber auch dein gesamtes Lebensgefühl transformieren kannst. Das ist keine Inspiration. Wir haben ja immer so einen Timer laufen, also wirklich behind the scenes. Nicht ganz aufgeräumt bei mir hier, aber Timer. Wir sind gerade mitten in der Special Report Formel und ich wollte dir da einige duftende Tipps geben. Mein Buch kannst du vorbestellen auf der Seite lebeduften.de. Gar nicht, doch, lebeduften.de, da findest du den Special Report rechts oben als Beispiel für dich. Und auf der Seite duftendeemotionen.de/Buch, da kannst du dir mein Taschenbuch vorbestellen. Timer 30 Sekunden hier, also ich gehe wieder in die Session, aber dir ganz liebe Grüße, gute Inspiration und schreib gern, was du machst, wenn du mitten in der Action bist, um voll in der Energie zu sein, um den Menschen transformieren zu helfen und das Ganze gut umzusetzen. Geh in die Session, alles Liebe und freue mich auf deine Ideen und Feedbacks.